So, es geht weiter hier mit Skyrim. Hier eine Pause gemacht, um was zu essen, und jetzt mal weiter. Und wir gehen jetzt hier in diese wunderschöne Rotwassergrotte. 37, geil. Halt! Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch, oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. The fuck, wie hustet er denn? Alles gut? Diese Person ist beschäftigt, wir husten alles. Hey, was soll denn das? Diese Person ist beschäftigt, ja gut, mit Verrecken. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Ja, zu Geld, was? Nein. Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Wie kannst du meine Haut sehen? Warte, ich fürchte mich nicht vom Sonnenlicht. Alter! Hut auf zu husten, Alter, hör auf zu rauchen. Liebe Kinder, da so endet ihr, wenn ihr raucht. Nein, natürlich nicht. Endet ihr zwar nicht, wenn ihr raucht, aber raucht trotzdem nicht. Rauchen sieht gut. Geldverschwendung. Darf doch, oder? Wo, glaube ich, doch. Was? Ich habe gerade, wenn ich meine nicht ziehe. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ich hasse das, ich hasse das. Ende schon das Geräusch. Hä? Ja, also ist gut jetzt. Oh, wie ich das hasse, ne? Wow, also man ist echt bescheuert. Also man ist mir echt bescheuert. Oh, danke. Übrigens. Langfall. Danke. Ich fahr auch gar nicht. Alter, verreck doch gleich, Alter, ohne Witz. Süchtiger, ja, cool, ja, durch. Ich hab schon gedacht. Also hustet, muss ich dich sein. Also, ja, wir als Vampir sind halt schon gut unterwegs, ne? Also, jetzt soll mal jemand ankommen und sagen, der hat eine Chance. Aber wir können auch beides gleichzeitig machen. Ja, also Vampir sein ist schon geil. Aber mich erkennt die, als ich Vampir bin. Das ist natürlich nicht so geil. Was?
Ruhe. Also ja gut, Vampir sein macht schon ein bisschen Bock. Na gut, wir waren auch Werwolf, aber Werwolf haben wir halt nie genutzt. Werwolf war halt da, weil ich wusste nicht, wie man Werwolf nutzt. Ich wusste nicht, dass er den nutzt, nämlich König, das ist einfach da und... Keine Ahnung, was ich dachte. Dumm-di-dumm. Ja. Wo seid ihr? Wasserquelle, ja, also das ist schon. Ich finde schon geil, das, was wir jetzt sind gerade. Warum trinkt ihr da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Ich wusste es. So, so kriege ich halt Lebensenergie wieder. Ah, gut, geil. Also, dann muss ich das öfters nutzen, oder wie? Ich muss es mal öfters nutzen. Ach, du hast Glück. Und? Ja, und wie, woher weiß ich, dass ich genug verzehrt habe? Gibt es ja keine Menge, wird ja wohl eine Mengenvorschrift geben. Aber woher weiß ich denn das? Nein! Woher weiß ich denn, wann ich genug Leute verzehrt? Ja, wow. Woher weiß ich denn, dass ich genug... Ja. Woher weiß ich, dass ich genug Leute verzehrt habe? Oder Lebewesen. So ein Instinkt oder wie ist das? Instinkt oder was? Cool. Ich will ein bisschen zurechtkommen.
Noch mehr Hunde. Ich muss jetzt keine Angst machen, dass ich ein Vampir werde. Alter, was ist denn hier los? Jetzt hier. Ich möchte es ein bisschen aufleveln. Frage mich nur, warum ich nichts öffnen kann mit als Vampir. Warum ich die Map nicht öffnen kann als Vampir. Was wollten die da ja irgendwelche Schwächen einbauen? Ist Vampir nicht alle. Na? Channel, ich kann etwas verbessern. Geil. Nice. Ich glaube, Drachenschreiber haben wir. Bald will ich gar nicht mehr. Ohne Witz, ist so geil. Ich will bald nichts mehr anderes. Ja Mann, ich hätte doch voll bescheuert. Habe ich eben fast geschafft, aber nein. Danke. Wirklich zu schade, wisst ihr? Der kleine Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, zu schade. Fürst Harkons neuer Liebling starb. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Wir können vom Glück sagen, dass ich hier war, um den Galmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, das ist was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten, ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Den Galmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ortleuf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Ihr hättet nie herkommen. Also gegen mich kämpft ihr. Ja, was? Könnt ihr nicht gewinnen. Nein, doch. Nein. Ihr könnt. Da. Da ist er. Jump. Töte einen. Ja, genau. Alter, als ob man nachher... Du bist ja nachher ein Monster. Also, naja, bisher bin ich jetzt schon, aber sorry, das sieht in meine Alter. Immer diese Leute, die mir aufs Maul hauen wollen.
davon? Bin wieder zurück. Nice. Er hat mir die Tür geöffnet. Na gut, das ging ja, aber war eine ganz nette Quest. War doch ganz nett. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Nö. Keine Sorge, mache ich nicht. Wenn der mal reinguckt, was passiert ist, bin ich schon längst weg. Ah, die haben einen kompletten... Was? Verdammt. Wenn ich jetzt Vampir werde. Geht? Ja, jetzt komme ich schon damit besser klar. Ich glaube, es meinte er wohl auch Tote erwecken. Danke. Oh, nicht. Ich weiß, dein Vampir blieb bald im Sonnenlicht. Und, sehen wir jetzt immer noch aus wie vorhin? Oder ist es immer noch gleich? Oder... Das ist echt nicht gesund, wie wir aussehen, ne? Echt nicht gesund. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Fürst Harkon wird zufrieden sein. Sie wollten nicht bei... Ihr seid Stalf und Salonia begegnet, nehme ich an. Fürst Harkon und ich vermuteten, dass sie euch vielleicht dorthin folgen werden. Sie wollten mich umbringen. Natürlich wollen sie das. So laufen die Dinge am Hofe von Fürst Harkon. Vingalmo und Ortjolf dürsten beide danach, den Thron unseres Fürsten zu besteigen. Aber sie können nicht offen gegen ihn vorgehen. Beide wollten ihre Macht vergrößern, indem sie Schergen entsandten, die euch töten und den Kelch für sie holen sollten. Indem ihr dafür gesorgt habt, dass unser Fürst den Kelch erhielt, habt ihr seine Macht vergrößert und ihnen ihre kleinen Schoßhündchen genommen. Ihr habt Fürst Harkon zwei große Dienste geleistet. Nehmt euch das, was ihr gelernt habt, zu Herzen und seid achtsam, bevor ihr jemandem euer Vertrauen schenkt. Nun... Vertraue sowieso niemanden. Will Fürst Harkon mit euch sprechen. Ja, vertraue sowieso niemanden, also passt schon. Sich mein Vertrauen vergeht Jahre, was? Na gut, so viel auch nicht, aber vertraue selten. Vertraue selten. Ich setze mich mal ab. Ah, ihr seid hier. Gut. Ihr wollt mich sprechen? Ja. Als ich euch meine Dankbarkeit für die sichere Rückkehr meiner Tochter aussprach, sagte ich die Wahrheit. Ich habe euch aber nicht alles erzählt. Dann wollt ihr mir endlich vertrauen? Meint nicht, mir sagen zu können, wem ich trauen kann und wem nicht. Ich besitze die Weisheit einiger Dutzend Lebensalter und werde mein eigenes Urteil fällen. Nun schweigt und hört, was ich zu sagen habe. Wie ihr wisst, sind Vampire mächtig, doch auch uns sind Grenzen gesetzt. Unser größter Feind ist die Sonne. Und bis vor kurzem hatten wir keine Möglichkeit, gegen diesen Feind zu kämpfen. Viele Jahrhunderte lang suchte ich nach einer Antwort auf dieses Problem.
Ich stieß auf eine alte Prophezeiung, die ein Mottenpriester niedergeschrieben hatte. Einer jener Priester, die die Schriftrollen der Alten lesen. Die Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der die Vampire die Macht über die Sonne erlangen und ihre Tyrannei nicht länger fürchten müssen. Ich glaube, dass der geheime Schlüssel zur Enträtselung dieser Prophezeiung in Serenas Schriftrolle der Alten geschrieben steht. Ich habe eine Versammlung des Hofes veranlasst. Es gibt eine neue Aufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen. Auch ihr seid gefordert. Kommt nun und vernehmt meine Bekanntmachung. Also, mich wundert ja, dass ich noch keine Nebenquest bekommen habe. Oder gibt es in dem DLC keine Nebenquest? Mhm. LOL.